Partner in Wine. Sehr cooles Etikett. Und den finde ich sehr gut, sehr spritzig und frisch. Den würde ich auf jeden Fall jetzt abends bei schönen Sommerabenden trinken. Gefällt mir sehr gut. Jetzt trinken wir Partner in Wine Riesling von den Schwedis. Ich bin ja Riesling-Girl. Ich komme aus dem Rheingau, wir trinken nur Riesling von Geburt an. Der ist jetzt aus der Pfalz. Ich würde sagen, sogar fast ein ganz, ganz kleines bisschen stinkig, während er aber auch saufrisch ist. Ja, ist geiles Zeug. Es ist zitronig, spritzig, fast schon, nee, würzig ist das falsche Wort, salzig oder so. Aber würde ich definitiv schlucken. Überraschenderweise an Wein von uns, Weingut Schwedhelm. Das ist ein Riesling 2017. Ja, sehr schöner Riesling. Schon in der Nase direkt. Ja, hier merkt man auf jeden Fall, der Wein stammt vom Kalkstein, weiß ich genau, weil ich ihn gemacht habe. Und halt eine super schöne Frische, sehr schöne Mineralität, fast so ein bisschen was Kreidiges, was so einen Zug verleiht, der dazu animiert, mehr zu trinken. Schön trocken, nicht zu trocken, dass er noch Spaß macht. Und bei super heißem Wetter macht das einfach Spaß auf noch mehr Erfrischung.